Hey Leute, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Hier neben mir der Milan Sayer und in dessen Tonstudio befinden wir uns jetzt gerade. Denn wir testen heute verschiedene Sony-Mikrofone. Alle für den Sony Meishu, das heißt, Sie können direkt oben auf die Kamera drauf, ohne ein zusätzliches Kabel. Wir haben hier vorne die Sony A7 IV, mit der werden wir die Mikrofone testen. Warum befinden wir uns heute bei Milan im Tonstudio? Das ist eine akustisch optimierte Umgebung, die uns ermöglicht, den unterschiedlichen Klang der Mikrofone bestmöglich zu beurteilen. Und da hilft uns natürlich auch ganz wesentlich die Expertise, die der Milan als Toningenieur mitbringt. Es geht uns also heute ganz besonders um den Klang der Mikrofone. Deshalb hier der Hinweis, wenn ihr Kopfhörer habt, setzt euch welche auf. So, jetzt beginnen wir mit den Mikrofontests. Und diese werden immer gleich ablaufen. Wir werden die Mikrofone hier vorne auf die Sony A7 IV packen. Ich bin etwa einen Meter von der A7 IV bzw. dem Mikrofon entfernt und werde direkt darauf einsprechen. Ich werde euch zu Beginn jedes Mal ein paar grundlegende Informationen geben zu dem Mikrofon und dann immer denselben Satz einsprechen, sodass ihr den Klang der Mikrofone besser vergleichen könnt. Wir werden zwei Durchgänge haben pro Mikrofon, einmal nur mit meiner Stimme und einmal mit Hintergrundgeräuschen, sodass wir auch die Richtwirkung der Mikrofone besser beurteilen können. Der Vollständigkeit halber hier noch der Test für die Sony internen Mikrofone, also die Mikrofone, die bereits im Kameragehäuse verbaut sind. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, nun zu unserem ersten Mikrofon. Es heißt ECM G1. Es ist für Einsteiger gedacht und von Sony für Vlogging konzipiert. Es ist ein sehr kleines, sehr kompaktes Richtmikrofon mit super nieren Charakteristik. Es wird, wie schon erwähnt, über den Sony Meishu an die Kamera angeschlossen, das heißt, man braucht keine Kabel. Besonderheit bei diesem Mikrofon und auch ein Unterschied zu noch anderen, die wir testen werden, dieses Mikrofon kann nicht manuell gepegelt werden. Sobald es an der Kamera angeschlossen ist, übernimmt die Kamera das Pegeln automatisch. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dies ist unser zweites Mikrofon, das ECM B10. Im Vergleich zum Vorgänger haben wir hier deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten. Wir können analog oder digital wählen, das heißt, wenn wir analog wählen, ist das Mikrofon auch kompatibel mit der älteren Version des Meishus von Sony. Wir haben die Möglichkeit, einen Attenuator hinzuzuschalten, über 10 oder 20 Dezibel. Wir haben die Möglichkeit, einen Low-Cut-Filter zu benutzen oder nicht. Und wir können uns hier überlegen, ob wir die Kamera, das Mikrofon automatisch pegeln lassen wollen oder ob wir das selbst übernehmen, mittels eines Drehrädchens hinten am Mikrofon. Es hat, das ist das Wichtigste von allem, drei Richtcharakteristiken. Die Superniere, die Niere und die Kugel. Und für alle drei machen wir jetzt unsere Tests. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, hier Marc für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unser drittes Mikrofon ist das ECM B1M. Man könnte es auch beschreiben als den großen Bruder des ECM B10. Von den Einstellungsmöglichkeiten her ist es genau gleich. Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied. Das ECM B10 hatte 4 Mikrofonkapseln, das ECM B1M hat nun 8. Für eine noch bessere Unterdrückung von Nebengeräuschen und eine noch bessere Richtwirkung. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal. Euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt testen wir das XLR K3M. Es ist gewissermaßen die Profi-Variante. Es ist dabei nur ein Verbindungsstück zwischen einem Mikrofon und der Kamera. Das heißt, wir können unterschiedliche Mikrofone anschließen mit unterschiedlichen Richtwirkungen. Jetzt benutzen wir es mit dem ECM XM1 Shotgun-Mikrofon, was eine sehr hohe Richtwirkung verspricht. Wir haben von den Einstellungsmöglichkeiten her alles, was wir als Profis brauchen. Wir können die Mikrofonsignale einzeln pegeln oder alles der Kamera im Automatikmodus überlassen. Wir können Low-Cut-Filter hinzuschalten, wir haben Attenuator, wir können ein Line-Level-Signal einspeisen oder ein Mikrofonsignal, das eine eigene Stromversorgung im Mikrofon hat oder 48 Volt Phantomspeisung über das XLR K3M ausgeben. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Als letztes haben wir jetzt noch eine besondere Variante, und zwar das ECM B2BT. Diesmal handelt es sich um eine Funkstrecke, bestehend aus Transmitter, den ihr hier seht an meinem Kragen, und Receiver, der wieder oben am Maischuh der A74 installiert ist. Hier habe ich den Vorteil, dass ich unabhängig bin von meiner Position zur Kamera. Ich kann mich beispielsweise auch in diesem Sitz drehen, in diesem Stuhl drehen, und ihr hört trotzdem meine Stimme immer klar, egal ob ich auf die Kamera zuspreche oder nicht, denn das Mikrofon bewegt sich mit mir. Außerdem ist diese Funkstrecke laut Sony tauglich bis zu 200 Metern. Ich kann mich also auch sehr weit wegbewegen. Eine weitere Besonderheit, ich kann am Receiver 3 verschiedene Modi einstellen. Modus Nummer 1, in dem befinde ich mich jetzt, sagt nur ein Mikrofonsignal, und zwar das von Transmitter zu Receiver. Modus Nummer 2, beispielsweise für Interviewsituationen, schaltet auch das Mikrofon am Receiver an. Das heißt, ich bekomme ein Signal von dem Interviewten vor der Kamera und ein Tonsignal von dem Interviewer hinter der Kamera. Als dritten Modus gibt es noch die Möglichkeit, das Tonsignal vom Receiver auszuschalten, beispielsweise wenn das Interview unterbrochen wird. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart.
Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hallo, mein Name ist Marc, hier für Foto Universal, euer Fotoprofi bei Stuttgart. Heute testen wir Sony-Mikrofone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, wir haben uns jetzt alle Mikrofone angehört bei Milan hier im Studio. Milan, sag mal du, was ist dein Fazit? Welche haben dir gefallen? Was hat dir bei denen gefallen? Was vielleicht nicht? Also im Prinzip sind alle Mikrofone, die wir getestet haben, gut. Insoweit, dass sie besser sind wie das interne eingebaute Mikrofon. Also jedes Mikrofon, das dazu gekauft wird, ist eine Steigerung. Und die Steigerung hört für mich auf beim, wie heißt es nochmal, ECM B1M. Genau. Das ist mein Favorit gewesen. Ist nicht ganz billig, aber man bekommt auch sehr viel für das Geld. Es ist mit seinen 8 Kapseln natürlich von allen anderen nicht einzuholen gewesen. Also von daher ist es mein Favorit. Aber alle anderen Mikrofone durchaus zu gebrauchen. Je nachdem, welches Einsatzfeld man jetzt wählt, wie auch immer. Auch das Bluetooth-Mikrofon hat seine Vorteile, zwar, dass man unabhängig ist vom Standort, wo man steht, zur Kamera, macht es auch Sinn, obwohl es nicht so gut ist wie, das, wie mein Favorit, also, genau. Aber durchaus macht es auch Sinn. Alle machen Sinn irgendwie. Also es ist nichts, was man nicht haben sollte. Genau, super. Also je nachdem, man muss eben selber wissen, was für ein Use Case, was für Anwendungsbereiche genau für einen wichtig sind. Ja. Und da wird man dann fündig bei den Angeboten von Sony. Okay. Super, also ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich, dass du uns heute hier empfangen hast in deinem Studio. Sehr gerne. Es war natürlich super Umgebung, perfekt für unseren Mikrofontest. Also vielen Dank, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ja, gebt uns gerne einen Daumen hoch. Ja. Wenn ihr Feedback habt oder Kommentare, lasst gerne was da. Unter der Videobeschreibung könnt ihr Kommentare da lassen. Ihr könnt uns auch gerne mal besuchen auf www.fotouniversal.de oder ihr könnt uns folgen auf Facebook und Instagram. Mich findet ihr unter www.mark10provideo.de. Das war's von uns beiden heute. Bis dahin, Leute, macht's gut.